Was für ein Bilderbuchsonntag gestern, oder? Da hat's alle rausgetrieben, viele nochmal zum Skifahren, wer weiß, wie lange es noch geht. Und wenn Sie als Ziel Kitzbühel, Wilder Kaiser oder Schäfau hatten, na, dann stellt es sich für Sie spätestens am Grenzübergang Kiefersfelden-Kufstein auch die Frage. 9 Euro für die Vignette zahlen oder den kleinen Umweg durch den Ort Kiefersfelden. Immer mehr entscheiden sich für Variante 2. Samstagmorgen 9 Uhr in Kiefersfelden, Hauptstraße. Aus der einen Richtung rollt der Rückreiseverkehr aus Österreich durch den Ort. Auf der Gegenfahrbahn starten die nächsten Skifahrer gerade in ihren Sporttag. Georg Brosig, der Sporthändler am Ort, erlebt diese Blechlawine seit Dezember 2013 vor seiner Geschäftstür. Die Anwohner sind wohlgenervt. Sie setzen sich teilweise einfach nicht mehr ins Auto an diesen Samstagen und fahren dann auch nicht mehr zum Einkaufen, weil sie sonst nur im Stau stehen. Die Autofahrer auf deutscher Seite verlassen bereits in Kiefersfelden die Autobahn, um sich die österreichische Maut zu sparen. Und die Fahrer, die aus Österreich kommen, fahren bereits in Kufstein auf die Bundesstraße nach Kiefersfelden, um nicht im Stau der Grenzkontrolle zu landen. Dem Geschäft von Georg Brosig tut der Verkehr gar nicht gut. 70% seiner Kunden kommen aus Österreich, aber die bleiben jetzt immer häufiger aus. Natürlich, wenn die Samstage jetzt eigentlich sehr schwach werden, dann sind es insgesamt, wenn man die Woche hernimmt, dann sicherlich momentan 20% Umsatzverlust. Es wird aber Geschäfte geben, die haben das noch deutlich mehr. Auch Bürgermeister Hajo Gruber sagt, der Verkehr sei am Wochenende das alles überlagernde Problem. Und das im Luftkurort Kiefersfelden, eine Image-Zwickmühle. Wir wohnen in einer der spektakulärsten Gegenden überhaupt. Das Kaisergebirge ist direkt bei uns. Wir haben wunderbare Seen, man kann Skifahren, man kann alles. Es ist ganz phänomenal lebenswert. Und die Botschaft nach außen wird transportiert. Bei uns ist das Leben ganz oder nur mehr ausschließlich beeinflusst von diesem Verkehr. Hajo Gruber wäre es am liebsten, die Österreicher würden die alte Mautregelung, die bis 2013 galt, wieder einführen. Da wurde erst ab der Ausfahrt Kufstein Süd kontrolliert. Gemeinsam mit seinem Bürgermeisterkollegen aus dem österreichischen Kufstein kämpft er seit Jahren für eine Lösung. In einem Brief wandten sie sich jetzt gemeinsam an den österreichischen Verkehrsminister. In diesen Tagen kam dessen Antwort. Er hat Formulierungen verwendet, er kennt das Problem und sie arbeiten dran, aber er kann uns quasi nichts konkret zusagen. Also es war allerwelts Antwort. Für die Menschen in Kiefersfelden ändert sich also auf kurze Sicht nichts. Sie leiden weiter unter den Entscheidungen der Bundespolitik. Der österreichischen, was die Maut betrifft, und der deutschen, wenn es um die Fortsetzung der Grenzkontrollen geht. Bürgermeister Hajo Gruber kann nur immer wieder an die obersten Politiker appellieren, endlich Lösungen zu finden.